Am Anfang stehen gleich zwei Bürgermeister auf dem Rednerpodium, nämlich zuerst als Erstredner Andreas Kollross von der SPÖ aus Trumau in Niederösterreich und dann Hans-Stefan Hintner, ÖVP, der Mödlinger Bürgermeister. Andreas Kollross, bitte. Danke, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ich schicke gleich einmal voraus, wir werden, wie auch die letzten Male, dem Sammelbericht des Petitions- und Bürgerinneninitiativenausschusses nicht zustimmen, weil wir nicht einverstanden damit sind, wie die Regierungsparteien mittlerweile mit Petitionen und Bürgerinneninitiativen umgehen. Weil egal um welches Thema es sich handelt, letztendlich wird in diesem Ausschuss am Ende mit der Kenntnisnahme alles zu Grabe getragen und gar nicht versucht, Themen, die von Bürgerinnen und Bürgern ans Parlament herangetragen werden, in den zuständigen Fachausschüssen weiter zu behandeln. Ich finde das schade und ich glaube, dass man ernsthaft darüber diskutieren sollte in den Regierungsfraktionen, aber vor allen Dingen in der Grünen Fraktion, ob man wirklich mit Interessen von Bürgerinnen und Bürgern so umgeht, weil eigentlich könnte ich mich daran erinnern, dass die grüne Bewegung einmal eine Bürgerinnenrechtsbewegung war. Nur davon merkt man leider im Petitions- und Bürgerinnenausschuss gar nichts mehr. Konkret möchte ich ganz kurz auch noch, weil es auch gut an die Finanzausgleichsdebatte von gestern passt, zu einer Petition Stellung nehmen, nämlich höhere Mittel für Länder und Gemeinden im Zuge des Finanzausgleichs für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Es ist ja sehr erfreulich, dass die ÖVP mittlerweile auch erkannt hat, dass die Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr ein wichtiges Instrument ist. Wir wissen ja alle noch, dass das nicht immer so war. Vor ein paar Jahren wollte man die Bundesländer aufhetzen und da hat es wahrscheinlich auch getan, damit in diesem Bereich ja nichts passiert. Jetzt gibt es einen Bundeskanzler, der in der Ankündigung sehr großmundig ist, in vielen Bereichen, auch in diesen. Er spricht von 4,5 Milliarden Euro, die da jetzt in den nächsten Jahren investiert werden sollen. Nur wenn man sich dann am Ende den Finanzausgleich ausschaut, dann kommt man drauf, also mit den Mitteln, die man jetzt im Finanzausgleich zur Verfügung gestellt hat, um Kinderbildung vor Ort auszubauen, mit den Mitteln wird man nicht auskommen, um das, was der Bundeskanzler angekündigt hat, letztendlich auch umzusetzen. Geschweige denn, dass man damit auskommt, dass man wirklich von einem Rechtsanspruch auf Kinderbildung sprechen kann. Und deshalb glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre es zwingend notwendig, auch bei dieser Petition in den zuständigen Fachausschüssen weiter zu diskutieren, weil wir alle wissen und auch ihr wisst in Wirklichkeit, die Mittel, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, reichen nicht dafür aus, das umzusetzen, was der Bundeskanzler großspurig angekündigt hat. Dankeschön. Applaus